bist du 40 und alle sind da. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Du bist die beste Mama. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit machen will und Volker ist so viel unterwegs. Ich hab gerade eine Vortragsreihe in Moskau. Du bist in Moskau? Pavel hat sich gemeldet. Der Pavel? Er ist in einer komplizierten Situation. Wir holen den Pavel nach Österreich. Ich habe das überhaupt nicht gewusst, dass ihr zu dort kommt. Ist das ein Problem? Unten am Eingang steht ein Mann für dich. Ein russischer Staatsbürger. Was? Ich kenne den nicht. Ihr wolltet doch unbedingt auch helfen. Und das ist unser gemeinsames Projekt. Und das ist jetzt eure Chance. Das ist alles nochmal ein bisschen anders gekommen. Die wohnen jetzt erstmal bei uns. Das sind Helenes Freunde. Das sind ihre Probleme. Hörst du dir gerade selber zu, oder? Du kannst nicht einfach deine Freunde bei mir abladen. Ich arbeite. Ach so, Baumpflanzen, oder? Wer bist denn du? Diese Menschen sind in einer Notlage. Das ist mir scheißegal. No. Was, no? Was wir Holz brauchen, mein Mann hat in der Sicherheit verkaufen. Das war schon geschnitten. Mensch, ich grüße hier die Mutter Teresa. Weil du keine eigenen Kinder hast. Du musst endlich Verantwortung übernehmen für dein Leben. I'm a little disappointed how you treat us. Die Russen oder ich? Wie bitte? Hoffen wir auf die Gnade der Verdrängung. Du bist so ein Arschloch. Oh Gott, die Kinder, die sind völlig wurscht. Wenn es einmal nicht um dich geht, dann drehst du durch. Bei uns in Russland sagt man, schnitze dein Leben aus dem Holz, das du hast. Bei uns sagt man, hau dir über die Häuser.